Täglich konsumieren wir verschiedene Dinge: Brötchen, Obst, neue Schuhe oder eine Zugfahrt. Diese Dinge werden nicht von uns hergestellt oder angeboten, sondern von anderen. Mit jedem Kauf unterstützen wir also einen bestimmten Anbieter oder entscheiden uns gegen einen anderen. Wenn die Produkte im Laden stehen, sehen wir nicht, wie sie hergestellt wurden. Wir haben in der Regel keinen richtigen Bezug zu den Menschen, die das alles herstellen, oder den Tieren, die für bestimmte Nahrungsmittel benötigt werden. Ist es dann möglich, gut zu konsumieren, also nur oder vor allem Produkte zu kaufen, die der Umwelt nicht schaden und bei denen keine Menschenrechte verletzt wurden? Diese Fragen will ich jetzt diskutieren. Mit mir im Studio ist zum einen Philipp Schweizer. Guten Tag, Philipp, hallo. Hallo. Er ist von den Falken der Sozialistischen Jugend in Erfurt und außerdem am Telefon als zweiter Part in diesem Gespräch zugeschaltet ist Christian Rombeck. Er arbeitet als Referent bei der Jugendumweltbildung in Thüringen, vor allem mit dem Schwerpunkt auf Fleisch und die Auswirkungen von Fleischkonsum auf die Umwelt. Hallo, Christian. Hallo. Als Einstieg die Frage an euch: Welche Produkte kaufst du nicht, obwohl du manchmal Lust darauf hast? Vielleicht zuerst Christian, gibt es Produkte, die du manchmal gern kaufen würdest, es dann aber nicht machst, weil du meinst, es ist nicht gut? Das ist eine interessante Frage. Ich habe mir die tatsächlich auch neulich gestellt. Ich glaube, so im Alltag tatsächlich nicht. Ich würde vielleicht sagen, so eine Einschränkung, die ich tatsächlich mache, weil es mir eben wichtig ist, die Umwelt nicht zu schädigen, ist, dass ich auf Fliegen verzichte. So, aber ansonsten bin ich eigentlich total glücklich mit dem, was ich konsumiere, obwohl ich schon versuche, sehr darauf zu achten, dass ich so mit den Dingen, die ich eben konsumiere oder die ich auch kaufe, im Einklang bin. Philipp, wie sieht's da bei dir aus? Kaufst du manchmal Sachen nicht, obwohl du sie gern kaufen würdest? Ich würde sagen, total häufig. Das liegt aber weniger an einer bewussten Konsumentscheidung, sage ich mal, als daran, dass ich mir viele Dinge, die ich gerne hätte, gar nicht leisten kann. Also so ein bisschen, ich glaube, das kennt ja ein bisschen, oder viele scheinbar sozusagen, Christian nicht, aber die meisten, dass man vorm Fenster steht, sozusagen, man hätte gerne Sachen oder man braucht noch irgendwas, es ist aber allerdings das Geld schon relativ knapp, oder man muss sich überlegen, naja, kann ich mir das jetzt noch wirklich gönnen, den Ausflug, sozusagen das Bier in der Kneipe, oder muss ich dann am Ende des Monats aufpassen, dass ich da nichts mehr zu essen habe? Also so, auch von der Warte kenne ich das auf jeden Fall gut. Also unfreiwilliger Nichtkonsum und bewusster Nichtkonsum vielleicht. Jetzt ist ja unser Thema kritischer Konsum. Ich habe mal so eine kleine Definition herausgesucht. Also kritisch konsumieren heißt, so zu leben, zu wohnen, einzukaufen und sich fortzubewegen, dass der Rest der Welt darunter nicht zu leiden hat oder sogar davon profitiert. Ist das möglich? Kann ich so einkaufen, wohnen, dass andere nicht leiden? Was meinst du, Philipp? Ich glaube, dass das prinzipiell nicht möglich ist, wobei das natürlich sehr stark darauf ankommt, was man jetzt unter Leiden versteht. Und natürlich auch so ist, dass unter verschiedenen Produkten Leute unterschiedlich leiden. Also, keine Ahnung. Auch die Leute, die bei VW arbeiten, leiden bestimmt darunter, dass sie morgens sozusagen zur Frühschicht dahin müssen, sich aus dem Bett quälen müssen und so weiter. Die würden bestimmt auch mal lieber mehr in Urlaub fahren, mehr frei haben und so weiter. Da am Band stehen ist auch nicht die schönste Tätigkeit. Ein Freund von mir hat das so viel gemacht neben dem Studium, um sich das zu finanzieren. Also da macht man sich auch ganz schön kaputt. Insofern, nein, es geht nicht ohne Leiden. Sozusagen alle Produkte, die wir kaufen, oder fast alle Produkte, die wir kaufen, sind durch Lohnarbeit produziert. Also da stehen Leute hinter, die machen das nicht, damit sie uns gerne und freiwillig mit irgendwelchen schönen Dingen versorgen können, unter Bedingungen, die sie sich selber aussuchen, wie sie da arbeiten, sondern da sind Leute, die sind gezwungen, hier wie anderswo, unter vorgegebenen Bedingungen, die nicht sie bestimmen, sondern diejenigen bestimmen, die sie beschäftigen, zu arbeiten, und zwar in der Dauer und in der Intensität, die andere bestimmen und so weiter. Und es gibt nicht sowas wie irgendein Produkt, was man ohne eine Ausbeutung dahinter und so weiter kaufen könnte. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Ausbeutungsbedingungen gerade im globalen Vergleich nicht sehr unterschiedlich sind. Also Lohnarbeiten müssen auch die Leute in Bangladesch, allerdings in Bangladesch im Sweatshop sind ganz schön andere Arbeitsbedingungen als bei VW zum Beispiel. Also sozusagen so einen Unterschied gibt es schon. Die Frage ist immer ein bisschen, inwieweit, das hattest du in der Anmoderation gesagt, man entscheidet sich mit einem Kauf, ein bestimmtes Unternehmen zu unterstützen. Das würde ich sagen, das ist nicht wahr, sondern das, was man tut, ist, man möchte mit dem Kauf ein bestimmtes Produkt erwerben. Das möchte man haben. Dabei interessiert einen das Unternehmen in der Regel genauso wenig, wie sich das Unternehmen für einen als Käufer interessiert. Die wollen nämlich nur ein bestimmtes Produkt verkaufen und interessieren sich eigentlich einen feuchten Kehricht darum, ob jetzt das Produkt für einen besonders gut ist oder toll und so weiter, sondern nur in so, also man interessiert sich fürs Unternehmen nur insoweit,
wie man an die Sachen rankommen kann und die das so machen, wie man es will und die interessieren sich für einen, insoweit sie sozusagen ja darauf angewiesen sind, dass es jemand kauft. Das heißt, wenn es gar keiner mehr kauft, dann müssen sie sich ein anderes Produkt überlegen. Aber wenn man sich anguckt, wie viel Schrott so produziert wird, systematischer Verschleiß von Sachen, also da wird schon in der Fabrik vorher von Ingenieuren überlegt, wie kann man ein Produkt so gestalten, dass nach Ende der der Garantielaufzeit kaputt geht und solche Dinge, da merkt man sehr schnell, da geht es nicht um eine gegenseitige Unterstützung oder den Versuch, ja, Herstellung und Konsum so zu organisieren, dass die Dinge, Leute nützliche Dinge haben, die sie gerne möchten und das unter Bedingungen produziert wird, die Leute, die da produzieren müssen, sich wünschen und mit denen sie zurechtkommen, sondern darum, dass die einen Geld verdienen wollen und die anderen müssen, so ist es zumindest bei uns, gibt ja kaum Subsistenzwirtschaft, sich Dinge kaufen, um zu überleben. Aber genau da setzt der kritische Konsum an, zu sagen, natürlich wollen die Unternehmen uns Schrott andrehen, aber ich schaue mir ganz genau an, welche Unternehmen, also ich bilde mich fort, ich informiere mich umfangreich, welche Unternehmen gibt es, wie stellen die her und kaufe dann bei bestimmten nicht, weil du meintest, natürlich interessiert das die meisten Konsumenten nicht, da haben wir vielleicht auch einen Konsens, aber Leute, die kritisch konsumieren und sich darüber informieren, wollen das ja vielleicht ändern, oder wie siehst du das, Christian? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, ne? Also ich würde das auch unterstützen, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist, im Moment zumindest, also unter den Bedingungen, die wir im Moment haben, das Leiden komplett abzuschaffen. Aber wir haben die Chance zu sagen, okay, wir mindern das Leiden. So, und da spielt es natürlich eine Rolle, wo man einkauft, was man einkauft und welche Unternehmen man unterstützt. Ne? Es gibt immer mehr Unternehmen, die da auch ihre Philosophie hin zu einer faireren Behandlung der Mitarbeiterinnen und so weiter führen. Es gibt Unternehmen, die mehr darauf achten, verschiedene Tierschutzstandards einzuhalten, wobei das natürlich auch ein großes Thema ist. Ne? Wie können wir das bemessen, wie viel jetzt die Tiere leiden so in der Tierproduktion. Also damit ist, glaube ich, auch immer unvermeidlich, dass es da ein großes Leiden bei Tieren gibt, also in der Tierproduktion, in anderen Bereichen. Es ist natürlich wichtig zu schauen, so wie geht es den Beschäftigten in diesen Unternehmen, so wie sind die Produkte hergestellt, ne? Von wo kommen sie? Und da hilft es uns, glaube ich, schon, einen genaueren Blick drauf zu werfen. So, das ist aber auch nicht für alle so ganz einfach und zugänglich, ne? Es gibt ganz viele verschiedene Labels, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, die unterschiedliche Sachen zertifizieren. So, und da, das ist so ein bisschen so ein Wald und ich glaube, das ist für Konsumentinnen total schwer zu sagen, okay, dem und dem vertraue ich jetzt, diesem Gütesiegel vertraue ich, dem vertraue ich nicht. Was ich aber schon glaube, dass es möglich ist, sich damit zu beschäftigen und irgendwie so ein grundsätzliches Bewusstsein zu bekommen, so welche Produkte tatsächlich, ich sage es jetzt immer so relativ, aber fairer sind, ne? Also, oder welche einfach, wo man auch weiß, okay, krass, dieses Unternehmen, das macht in dem und dem Land, stellt das unter den und den Bedingungen das und das her, dann sage ich, okay, nee, das möchte ich nicht unterstützen. Und das ist natürlich was, womit man auch als Konsumentin die Möglichkeit hat, den Markt ein Stück weit zu beeinflussen, ne? Also so durch Angebot- und Nachfrageprinzip, so dass das, was mehr nachgefragt wird, wenn wir mehr faire Produkte, mehr Produkte, wo ein Stück weit auf Nachhaltigkeit geachtet wird, kaufen, dann gibt es natürlich auch mehr Unternehmen, die natürlich dann ein Interesse daran haben, eben diese Leute zu bedienen, aber die dann eben auch bemüht sind, diese Produkte herzustellen. Also du würdest sagen, wir können als Konsument den Markt ein bisschen lenken, das erinnert mich so ein bisschen, ich habe den Spruch schon mehrmals irgendwo gelesen, im Kapitalismus ist dein Kassenbon wie ein Stimmzettel, jedes einzelne Mal stimmst du quasi ab und wenn du sagst, es ist kompliziert, sich zu informieren, dann erinnert mich das auch, wenn wir über Wahlen und Demokratie sprechen, auch da ist es kompliziert zu überlegen, welche Partei vertritt eigentlich was, aber wenn wir uns umfangreich informieren, können wir das vielleicht durchschauen. Funktioniert das denn überhaupt so? Kann ich jedes Mal mich dann für ein gutes Produkt entscheiden oder nicht? Oder gucken, wo unterstütze ich jetzt was Besseres oder nicht? Philipp, was würdest du denn darauf antworten? Naja, in einem sehr hypothetischen Fall ist das sicherlich möglich. Sozusagen, also vorausgesetzt, ich habe mir die Zeit genommen, mich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Vorausgesetzt, die Informationen liegen so denn überhaupt vor.
da finde ich sozusagen, das ist schon sehr gemischt. Das Internet macht das natürlich leicht, aber schon viele Zeitschriften, die zum Beispiel auf nachhaltigen Konsum und so weiter dafür werben, die erklären ja nicht genau, was ist wo genau das Problem, sondern die sprechen eigentlich nur zusammenfassende Urteile über bestimmte Siegel aus und so weiter. Was kann ich mit gutem Gewissen kaufen, was nicht? Also so viel an Informationen braucht man dann dafür gar nicht. Man muss nur dem moralischen Urteil eines anderen vertrauen. Aber sozusagen, wenn das gegeben ist und gegeben ist, dass mir überhaupt andere Produkte zur Verfügung stehen, was natürlich in, was weiß ich, Berlin dann ganz anders möglich ist als in Neudietendorf zum Beispiel, wenn ich dort einkaufe, oder auf irgendeinem Dorf in Thüringen, wo es vielleicht gar kein Reformhaus gibt, kein veganes Café und so weiter. Also unter hypothetischen Bedingungen ist es möglich. Aber auch da, finde ich, muss man sich die Metapher ja genauer angucken. Ja, es ist wie ein Stimmzettel, aber wie beim Stimmzettel halt auch, ist die Frage, was machen diejenigen denn dann hinterher daraus, denen ich meine Stimme gebe, also das Unternehmen, das ich in Anführungsstrichen unterstütze. Wie gesagt, würde man sagen, man unterstützt kein Unternehmen, aber da fließt erstmal Geld an ein Unternehmen, was damit wirtschaftet. Wie es dann mit diesem Geld allerdings wirtschaftet, ob es sozusagen diesem Vertrauen gerecht wird, seine Handlung anpasst und so weiter, das ist ja sehr offen, so wie in der Politik auch Leute mit einer bestimmten Hoffnung darauf, dass etwas passiert oder für ein bestimmtes Versprechen wählen gehen. Die Einlösung dieses Versprechens ist aber natürlich eine ganz andere Frage. Also ob dann wirklich sozialere Bedingungen herrschen, wenn eine bestimmte Partei gewählt wird, das hängt an sehr viel anderem als an der Frage, ob ich diese Partei gewählt habe. Und das entscheidet immer noch diese Partei selber mit ihren Koalitionspartnern. Und so ist es ein bisschen auch bei den Firmen. Also man merkt das an der Diskussion um bestimmte Siegel, wo Standards abgesetzt werden, Firmen dann sozusagen Betrug verüben, eigene Siegel einführen, um Konsumentinnen und Konsumenten zu täuschen und so weiter. Also dass dieses, es gibt innerhalb des Marktes so viele Anreize, das so zu gestalten, dann diese Verbesserung in Anführungsstrichen, dass sie profitorientiert funktionieren und dass man sie möglichst gering hält, vielleicht auch mehr Schein als sein. Greenwashing ist ja so ein bisschen so ein Schlagwort geworden in den letzten Jahren, dass ich sagen würde, eigentlich haben wir da als Konsumentinnen und Konsumenten keine Macht, als Einzelne sowieso nicht und auch als viele sozusagen, ja, wir können, es kann zwar dazu kommen, dass bestimmte Produkte angeboten werden, unter welchen Bedingungen die produziert werden, allerdings auch das entscheiden nicht die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern die Unternehmen. Christian, was würdest du darauf antworten? Du hast ja eben gesagt, einzelne Entscheidungen abzuwägen lohnt sich eigentlich und zu überlegen, wo kaufe ich ein. Nach dem, was Philipp jetzt gesagt hat, bist du da auch skeptischer? Naja, ich bin da definitiv auch im Allgemeinen skeptisch. So, das Ding ist halt, ich würde sagen, es ist ein Stimmzettel, ja. Mir gefällt auch dieser Satz eigentlich gut, dass jeder Kassenbon ein Stimmzettel ist, aber es ist kein fairer Stimmzettel, weil wir haben eben die Transparenz nicht. Ne, wir wissen nicht genau die Herstellungsbedingungen, so wie die sind. Wir wissen nicht genau, so welche Zutaten verwendet werden, was auch immer, wie die Produktion im Endeffekt ist. Das heißt, wir haben im Prinzip die Möglichkeit, über den Stimmzettel was zu wählen, ungefähr wie bei einer politischen Partei, wo wir so grob vielleicht in eine Richtung steuern können. Aber wir können damit jetzt, ja, Wir können nicht absolut sicher sein, dass das dann hinterher zielführend ist. Ich glaube aber schon, dass es durch den Konsum einen Einfluss gibt. Also gerade wenn man sich jetzt in Deutschland, ist zum Beispiel ein starker Rückgang am Konsum von tierischen Produkten. Ne? Es werden zwar trotzdem immer weiter, also es wird mehr Fleisch produziert und so weiter, es wird allerdings exportiert, aber wenn jetzt die Deutschen oder die Menschen in Deutschland irgendwie mehr konsumieren würden, würde auch mehr produziert. Das heißt, da ist irgendwie ein Rückgang einerseits so festzustellen und gleichzeitig sieht man, dass eben ein Markt, der vegane Produkte anbietet, so ich glaube im Jahr 2016 irgendwie um 40% oder so gewachsen ist, bei einzelnen Unternehmen, die eigentlich vorher Fleisch produziert haben, die schwenken jetzt um auf vegetarische, vegane Produkte und erzielen damit ihre Umsätze und machen einen Minus mit dem Fleischgeschäft oder so. Also da glaube ich schon, dass das einen großen Effekt hat, so wo der Konsument schon was beeinflusst. So, und dieses Umdenken, was ja damit beeinflusst, auch bei diesen großen Unternehmen, das ist schon ein Wert. Also wenn dann irgendwie Rügenwalder oder was auch immer jetzt sagt, okay, wir verzichten jetzt stückweise auf die Produktion von tierischen Produkten und nehmen immer mehr andere Produkte, die vielleicht nachhaltiger oder vegan sind, ins Sortiment auf, weil wir eben merken, damit machen wir höhere Umsätze. Klar, ist total marktwirtschaftlich orientiert, auf jeden Fall, aber ich glaube, dass man da in den Köpfen dieser
ja, Unternehmensleitung irgendwie auch was bewirkt. Und gleichzeitig natürlich dadurch, dass eine Konkurrenz dadurch auf dem Markt geschaffen wird, immer mehr Unternehmen versuchen, diese Produkte anzubieten, werden die dann auch wieder günstiger, weil sie natürlich versuchen, irgendwie die günstiger herzustellen und dadurch für die Konsumenten auch einfacher zu finanzieren und zu erreichen, sodass eben diese Kluft auch nicht mehr so stark besteht, dass man irgendwie besonders wohlhabend sein muss, um sich jetzt bestimmte biologische, ökologische Produkte irgendwie leisten zu können. Also ich glaube, wenn das zum Standard wird, werden die Preise für diese Produkte einfach auch günstiger. Ihr hört eine Diskussionsrunde mit Philipp Schweizer und Christian Rombeck zum Thema kritischer Konsum. Wie weit ist die Macht von KonsumentInnen? Wir diskutieren hier gleich weiter, hören jetzt aber erstmal ein Lied zur Auflockerung von Tietje, der Song Wer du bist. Hier auf Radio Frei diskutieren wir heute über kritischen Konsum. Haben wir als KonsumentInnen Macht darüber, Unternehmen in ihrer Politik zu beeinflussen? Können wir gute Produkte kaufen? Ich diskutiere mit Philipp Schweizer vom Sozialistischen Jugendverband Die Falken und Christian Rombeck, der als Referent bei der Jugendumweltbildung Thüringen tätig ist und per Telefon zugeschaltet ist. Eben kam das Argument, wir können uns nicht absolut sicher sein, was wir für Produkte kaufen, weil wir nie umfassend informiert sind. Wie sieht es denn mit Alternativen aus, sich selber quasi Sachen herzustellen oder selbst anzubauen? Es gibt Konzepte wie zum Beispiel Urban Gardening oder Secondhand-Sachen zu kaufen, Dinge abzucyceln, also quasi Sachen, die zum Wegwerf normalerweise bestimmt sind, nochmal umzuwandeln. Was glaubt ihr, können wir als Einzelne dort ansetzen, um eine nachhaltigere Gesellschaft zu formen, weniger konsumieren, mehr umnutzen und selber Dinge anbauen? Wie stehst du dazu, Christian? Ja, ich glaube, dass das wahrscheinlich nicht die Transformation ist, aber dass das was ist, was in die richtige Richtung geht. Also jedes Projekt, so was in die Richtung entsteht, führt auf jeden Fall dazu, dass das bewusstseinsbildend ist, auch bei den Menschen vielleicht auch als gutes Beispiel dient, wo man dann eben auch volle Transparenz darüber hat, ne? Also wenn ich jetzt selber anbaue oder ja, dieses Konzept von essbaren Städten und so, führt einfach dazu, dass ja, die Menschen wieder einen Bezug dazu haben, auch was sie da eigentlich konsumieren. Und das fällt halt weg, ne? Wenn man in den Supermarkt geht, so, da weiß ich eben vieles nicht, was wir ja vorhin schon diskutiert haben, wo kommt was her und so weiter. Und ich glaube, dieser persönliche Bezug, der da, ja, entwickelt wird, ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, ja, ist ein Schritt in die richtige Richtung, ist wahrscheinlich nicht die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Da, glaube ich, sind auch politische Schritte notwendig und so weiter. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, jedes Projekt, was dahingehend entsteht, ist unterstützenswert. Philipp, meinst du das auch, wenn wir selber alle mehr anbauen und uns mehr Gedanken darüber machen, wo kommt unser Essen her und wie kann ich es vielleicht selber machen, erreichen wir dann eine bessere, eine befreitere Gesellschaft? Meine erste Frage wäre so ein bisschen, wann man das ganze Zeug noch anbauen soll. Also wenn ich mir so angucke, wie viel die meisten Leute arbeiten, dann sehe ich da jetzt, außer vielleicht bei irgendwelchen Studierenden in Geisteswissenschaften, die haben ja statistisch gesehen relativ wenig zu tun noch, sozusagen eigentlich wenig Optionen dafür, da noch großartig Landwirtschaft zur Selbstversorgung zu treiben. Urban Gardening und so auch, ich finde das nett, ist ja schön, wenn irgendwo ein Garten ist mit ein bisschen Karotten oder sowas, sollen die Leute auch machen, aber Baugrund sozusagen oder Grund in der Stadt ist natürlich auch vergleichsweise teuer. Wenn man sich jetzt eine Stadt selbst wie Erfurt anguckt, wenn man nicht das Umland dazu nimmt, sondern innerhalb der Stadt, dann müsste man mal ausrechnen, wie viel Fläche hier eigentlich genutzt werden müsste, was für Anbaumethoden da möglich wären, was das kosten würde, ob das innerhalb des Kapitalismus, wenn wir sozusagen von Ausnutzung von Marktmechanismen reden, überhaupt gangbar ist. Also wie gesagt, das ist immer so, ein Hektar auf dem Land ist eine ganz andere Geschichte, als ein Hektar in einer Stadt zu kaufen. In einer Stadt wie Berlin wahrscheinlich der Horror oder New York. Gleichzeitig sind da sehr dicht konzentriert viele Leute, die versorgt werden müssen. Also ich sehe das nicht so richtig als einen gangbaren Weg, sondern ein bisschen eher als so, ja, sag ich mal, Gewissensprojekte für Leute, die sich's leisten können, die sozusagen sowieso vielleicht gerne im Garten was machen würden, da Spaß dran haben, da sozusagen das Gefühl haben, sie machen was Sinnvolles für die Gesellschaft und für sich selber und so. Und das ist halt, also da will ich denen auch gar nicht reinreden, sollen sie ja machen, wenn sie wollen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie daraus eine Perspektive werden sollte für die Ernährung von den Leuten in der Stadt oder sowas. Und dann, also selbst so Hochhausgarten, also gibt ja so Hochhausgartenkonzepte oder Gewächshauskonzepte und so, selbst wenn man sich das anguckt, also was das für ein Aufwand ist, was da
damit Kosten einhergehen und so weiter, dann ist das halt innerhalb des Kapitalismus einfach keine rationale Art der Nahrungsmittelerzeugung. Jeder kleine Garten muss mit konventionell, also kann nicht mit sozusagen irgendwelchen schwereren Maschinen bearbeitet werden. Mit einem Traktor kannst du nicht sozusagen durch dein Gardening-Projekt fahren und so weiter. Also sozusagen Bewässerungsanlagen sind da nicht so rational, kosteneffektiv zu betreiben. Und natürlich müssen die Sachen aber auch innerhalb des Kapitalismus erstmal konkurrieren mit anderen Sachen. Und da würde ich sagen, ja, da liegen einfach große Schwierigkeiten, warum bestimmte Sachen halt auch nie so günstig werden, wie sozusagen konventionelle Landwirtschaft, die einfach an anderen, bei sozusagen Profit an anderen Sachen Gewinne machen kann, Kosten einsparen kann als andere Landwirtschaftsprodukte. Dann wäre die Folge, wenn sozusagen Einzelne das nicht schaffen können, um sich auf ihren privaten Flächen oder die sie sich selber irgendwie noch aneignen können in der Stadt, Sachen anzubauen, dann wie bei so vielen Fragen eigentlich die Auslagerung an die Politik, dass beispielsweise die Stadt Erfurt mehr Flächen kauft, die vergemeinschaftet werden, wo Leute Sachen anbauen können und sowieso mehr Land quasi enteignet wird und vergemeinschaftet wird, damit es weniger Gegenstand der Spekulation ist, ist sowieso politischer Druck nicht ein viel besseres Mittel, um eine nachhaltige Wende zu erreichen? Sollten wir uns vielleicht weniger Gedanken darum machen, welches Produkt kaufe ich jetzt wie ein und ist das irgendwie fair und ethisch korrekt, sondern eigentlich in der Zeit, die wir darauf aufwenden, eine Demonstration organisieren und auf die Straße gehen? Was meinst du, Christian? Na, beides. Also ich glaube, dass beides total wichtig ist. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich schon denke, dass einfach das Konsumverhalten auch wirklich großen Einfluss hat. Aber gleichzeitig ist natürlich völlig wichtig, also auch bei verschiedenen Punkten, so was wird staatlich subventioniert und so weiter, ist eine Geschichte. Ne? Flächen, was du jetzt gerade meintest, ist auch wichtig. Da ist schon natürlich auch die Politik gefragt. Ne? Es gibt Steuerbegünstigungen zum Beispiel für tierische Produkte. Ne? Es ist dann schon verwunderlich, wenn man für die Kuhmilch 7% Steuern zahlt, aber alternativ für die Sojamilch zahlt man 19% Steuern. Also das sind natürlich Dinge, die nicht gerade nachhaltigen Konsum begünstigen oder fördern. Und das geschieht in ganz, ganz vielen Bereichen. Und da ist es wichtig, vielleicht mal die Frage zu stellen, warum ist das so? So und zu gucken, okay, was lässt sich da vielleicht politisch bewirken, dass da ein Umdenken stattfindet, so in verschiedenen Bereichen. Und das würde ich auch auf andere Dinge so übertragen wollen. Klar, Politik ist da absolut gefragt, aber auch der Konsument, die Konsumentin. Das muss Hand in Hand gehen und ich glaube, es geht nicht, wenn man sagt, okay, nur das eine, nur die Politik oder nur die Menschen, die irgendwas konsumieren, sondern ich glaube, Hand in Hand kann das ein gutes Konzept sein und kann tatsächlich dann auch langfristig zu den ja, nachhaltigeren Verwirklichungen führen. Ja. Philipp hatte vorhin gesagt, es geht bei diesen ganzen Geschichten auch viel um so Gewissensfragen. Ich baue das an, weil ich irgendwie ein gutes Gewissen habe oder kaufe bestimmte Sachen, um mich besser zu fühlen, mich zu erheben. Ist kritischer Konsum die Kunst des richtigen Lebens in falschen Strukturen? Kann es sowas überhaupt geben? Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Mal ganz polemisch gefragt. Naja, also das ist so ein bisschen die zentrale Frage. Ne? Wir haben natürlich jetzt irgendwie die Bedingungen, die wir haben. Und da ist es halt schon wichtig, also ich glaube gerade aus so einer realpolitischen Perspektive zu sagen, okay, wir haben halt als Individuum Möglichkeiten, die Politik hat Möglichkeiten. So. Und wenn wir jetzt sagen, okay, irgendwo hapert es am politischen System, so allein wenn ich mir auch anschaue, so Dinge wie viel Essen weggeschmissen wird, ne? Ich glaube vor ein paar Jahren hieß es immer noch ein Drittel, mittlerweile sind es irgendwie 50% und so weiter, glaube ich, dass da ganz, ganz viel Chance darin liegt, auf diesem Wege was zu verändern. Aber so dieses andere, klar, ich habe als Individuum irgendwie auch die Chance, was zu verändern, das ist halt auch da. Ich glaube, dass wir schon dieses Bewusstsein irgendwie kultivieren müssen, so auf beiden Ebenen, als Individuum, aber auch auf einer politischen Ebene. So, und ist ein richtiges Leben im Falschen möglich? Ich glaube, wenn wir schon das System oder das, was drumherum liegt, als falsch betrachten, ist es wichtig, dass wir als Individuum schauen und dass wir wenigstens mit uns selber irgendwie im Reinen sind und sagen, okay, wir gucken, dass wir für uns selber die Entscheidungen treffen, mit denen wir irgendwie im Einklang sind. Also ich glaube, man kann versuchen, in dem falschen System das Falsche nicht zu unterstützen und selber Akzente zu setzen, die eben in eine Richtung deuten, die positiv ist. Philipp, was meinst du? Gibt es das?
Naja, der Satz sozusagen, also ich würde da nicht mitgehen, dass sozusagen sowas wie ein richtiges, dass man hier ein richtiges Leben führen könnte. Ich sehe da schon sehr große Probleme, wie das gehen könnte, aber das solltest du ja auch nicht verleugnen. Sozusagen, der Satz soll natürlich aber nicht dazu verkommen, das war ja auch Horkheimer und Adorno wichtig, dass man sozusagen das als, ja, sag ich mal, Persilschein dafür nimmt, so zu leben, wie man will und rücksichtslos sich durchzusetzen und sozusagen überall noch das Schlechte zu unterstützen. Ich glaube aber, dass die Fragen wesentlich schwieriger sind. Also nehmen wir das mit dieser Enteignung zum Beispiel. Ja, ich finde das prinzipiell gut zu sagen, man enteignet Flächen in der Stadt, stellt die zur Verfügung für Urban Gardening-Projekte und so weiter. Die Leute können die nutzen. Reicht ja schon, wenn es sozusagen Grünfläche ist, auf der Leute sich entspannen können, meinetwegen. Auch das verbessert ja auch das Klima in der Stadt und so. Aber wir haben natürlich da ganz viele unterschiedliche Sachen plötzlich, die zu beachten sind. Also zum Beispiel, warum sollte in einer Stadt wie Berlin jetzt sozusagen Raum enteignet werden, um dort Urban Gardening-Projekte zu unterstützen? Wäre es nicht viel wichtiger, dass da erstmal Raum enteignet wird, um zum Beispiel günstige Mieten zu schaffen? Weil sozusagen die gleichen, die im Reformhaus einkaufen gehen und Urban Gardening-Projekte machen, sind natürlich diejenigen, die mit weniger Geld aus den Stadtteilen verdrängen, die dann ins Plattenviertel ziehen müssen, wo noch weniger Möglichkeiten sind und so. Also da frage ich mich, ob dann nicht andere Sachen anstehen, weil sozusagen das ist ja Realpolitik. Man muss sich sozusagen mit den beschränkten Möglichkeiten, die man hat, muss man wirken. Da geht es nicht darum, was man sozusagen prinzipiell alles gut findet, sondern da müssen dann Entscheidungen getroffen werden, Prioritäten gesetzt werden und so weiter. Und da würde ich eher andere Prioritäten, glaube ich, sehen als die Frage, soll sowas wie Fläche enteignet werden und dann da Urban Gardening-Projekte unterstützt werden, sondern dann brauchen wir wirklich einen sozialen Wohnungsbau mit Mieten, die langfristig fest sind, die Leute sich leisten können, die einen Standard haben, der nicht unwürdig ist und sowas. Also dann sozusagen kommen genau die ganzen schwierigen Diskussionen mit rein. Und ich glaube so, ja, man kann Sachen versuchen, man kann Sachen machen. Wie gesagt, ich will auch keinem absprechen, das zu tun, aber man muss sehr sauber unterscheiden zwischen, was tue ich eigentlich für mich, um sozusagen, das in der Soziologie, die kennt das sehr lange als so Konsumverhalten der oberen Mittelschicht und der Oberschicht, sowas wie Geld. Also die Frage, man konsumiert nicht etwas, um diese bestimmte Sache zu konsumieren, sondern man vermittelt damit einen bestimmten Geltungsanspruch. Früher war das viel Prasserei, der Rolls Royce, solche Sachen. Heute ist ganz viel sowas wie bewusstes Konsumieren dazu kommen. Wenig, aber gut sozusagen. Keine tierischen Produkte und so weiter. Also da kommen Sachen auf, wo ich sagen würde, das ist eher sowas wie der Habitus einer bestimmten Schicht, die sich damit sich selber sehr wohl fühlt, die aber gleichzeitig oft zum Beispiel den schlechtesten ökologischen Fußabdruck hat, einfach aus dem Grund, dass sie viel mehr Geld zur Verfügung hat, die auf Flächen wohnen, die sozusagen normalerweise drei- oder vierköpfige Familien drin wohnen und solche Geschichten. Und ich glaube, das muss man immer mitdiskutieren. Was passiert da eigentlich? Wie stellen sich die Leute da? Was ist der Punkt sozusagen? Sind es wirklich diejenigen, die zu einer Verbesserung der, ja, der Situation in der Welt beitragen? Oder sozusagen suchen sie sich einen bestimmten Punkt raus, um nach außen sehr gut zu verkaufen, wie sozusagen wie gewissenhaft, wie verantwortlich sie mit der Welt umgehen, während das in Realität gar nicht der Fall ist. Und ich würde das eher so beobachten in der Mehrzahl, als sozusagen die Leute bemühen sich darum, wirklich besser zu leben. Die sozusagen, wenn die Leute Angestellte haben in ihren Startups und so weiter, die behandeln sie ja trotzdem scheiße sozusagen. Da können sie trotzdem dann irgendwie einen Milchkaffee mit Sojamilch trinken gehen hinterher und sich vegan ernähren, das spielt gar keine Rolle. Und sozusagen auch die sind ja, also auch das ist ja nicht nur ein persönlicher Vorwurf, auch die sind ja Marktmechanismen unterworfen, müssen hier zurechtkommen und so weiter und haben dafür erstmal bessere Mittel als andere. Leute, die wenig Geld haben, können wenig Konsumentscheidungen treffen, das ist halt nicht möglich. Das war Philipp Schweizer mit seinem Abschlussstatement zum Thema kritischer Konsum. Mitdiskutiert hat außerdem Christian Rombeck vom Jugendumweltbildung in Thüringen. Philipp Schweizer ist von den Falken. Ich danke euch herzlich, dass ihr mitgemacht habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Ebenso.